Ja, heute kommen wir zu einem Problem, das dieses ganze Bambulab-Ökosystem leider mit sich bringt. Immer mehr Hersteller, auch mein Hersteller, den ich gerne bevorzuge, und zwar Isan, verwendet solche Pappspulen. Und solche Pappspulen funktionieren nicht in einer Bambulab AMS. Und da kommen wir leider vom Hundertsten ins Tausendstel. Denn ja, was soll man tun? Pappspulen in der AMS sind ein Riesenproblem. Warum sind sie ein Problem? Und da muss man mal genauer hingucken. Grundprinzipiell ist es so, wenn die AMS ein Filament lädt, zieht sie dieses Filament über einen Motor, der hier vorne direkt an jeder Spule sitzt, einen zweiten Motor, der kurz hier hinten am Ausgang sitzt und natürlich dem dritten Motor am Hotend das Filament ein. Jedoch, und das ist der große Knackpunkt an diesen Spulen, er möchte permanent, wenn er dann fertig ist, wenn er irgendwas macht und prüft, diese Spule auch zurückziehen. Das funktioniert so weit, bis er kurz hier vor diesem letzten Motor steht. Danach schaltet er den ab und zieht über die Rolle, über sein Rollensystem, ja, das Filament zurück. Und das funktioniert mit so einer Pappspule einfach nicht, denn er hat nicht genug Grip. Entweder habt ihr irgendwann genug Abrieb in den Dingern drin, dass ihr da eine Verstopfung habt. Bei mir ist es vorgekommen, dass das Filament dann überall hier verteilt in der AMS war, nur nicht auf der Rolle. Das ist ein Riesenproblem. Dafür gibt es jetzt verschiedene Sachen. Zum einen könnt ihr, was manche vorschlagen, so ein sogenanntes Elektro-Tape installieren. Das ist dieses Gummi-Installationsband. Also nicht Gaffer-Tape, Panzer-Tape, wie auch immer ihr das nennt, sondern tatsächlich Elektro-Installationsband. Das ist so ein bisschen gummihaft. Das ist tatsächlich dann eine Variante, das über den Rand hier zu kleben. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Und zwar, dass diese Spulen so ungleichmäßig gewickelt sind, dass sie vorne an diesen Fiedereinheiten hängen bleiben. Hier vorne. Ihr seht es schon, selbst diese volle Rolle hier, die hier neben mir liegt, stößt hier vorne schon an und hakelt sich hier fest. Die dreht sich nicht wirklich, jetzt dreht sie sich frei, aber sie dreht sich nicht immer sonderlich frei, wenn hier diese Wicklungen so schlecht sind, dass das alles aufeinander spult. Und das ist bei diesen Fiedereinheiten hier ein echtes Thema. Das nächste Problem ist, wenn ihr so eine Papprolle habt, wie ich sie jetzt hier habe, das ist ja alles schön und gut und das mit so einem Isotape macht, dann stößt es im Deckel hier oben an. Das tut es nämlich auch sehr gerne. Das kann aber auch passieren, wenn die Rolle sehr, ja, sehr leicht ist, kaum noch was drauf hat, dann fängt die an zu springen. Das ist auch ein Problem. Jetzt könnte man solche Spulenadapter drucken und sie draufsetzen. Und auch hier das gleiche Problem wieder von vorne. Es stößt hier oben an oder, und das ist wieder der zweite Faktum, diese Rollen, diese hier ist wirklich verhältnismäßig gut dieses Mal gerollt, denn ich habe hier tatsächlich Rollen, die sind weitaus schlechter gerollt. Diese Rollen sind dann leider auch wieder vorne anstoßend. Eine weitere Variante, die ich auch schon gemacht habe, ihr versucht euer Glück und nehmt die Bambuspulen. Das ist übrigens ABS Weiß, das ist ABS Weiß. Was habe ich gemacht? Ich habe hier draußen den Pappkörper gelöst, habe die Rolle von Bambu da reingedrückt, die passt perfekt in den Spulenkörper und auf der anderen Seite auch. Aber, und genau das ist mir passiert. Schaut euch mal die Spule hier an, hier oben. Das ist schlecht. Bedeutet im Klartext, hier bleibt mir nichts mehr anderes übrig. Diese Spule werde ich umspulen müssen. Denn das ist mir hier tatsächlich bei dieser mal nicht so gut geglückt. Das ist mir bei den anderen bisher geglückt. Bei dieser hier nicht, deswegen liegt die jetzt auf der Seite. Ja, und genau das ist das nächste Problem. Und dann sind die aber, wenn die schlecht gewickelt sind, auch so voll, dass das nicht funktioniert. Tja, das ist auch wieder ein Problem. Solange wie ihr nur mit einem druckt, kann die Spule auch voll sein. Dann druckt er die eben so lang runter, bis er einen bestimmten Abstand hier zwischen habt, einen Fingerbreit. Dann ist es kein Problem. Wenn ihr aber gleich mit Farbwechseln und einer vollen Spule anfangt, dann wird sich das ganze Ding verklemmen und das ganze Ding permanent meckern. Jetzt werden einige sagen, naja, dann lass doch halt den Deckel offen und drucke außerhalb des Deckels, wenn das alles zu groß wird. Wie gesagt, diese Pappspulen sind zu voll. Moment, das ist ja die Plastik, diese hier. Und die Plastikspulen verschwinden sukzessive. Ich habe jetzt noch ein paar davon bekommen, aber es sind nicht mehr viele und dann ist Schluss. Das Problem ist aber, dass dieser Plastikkörper hier gerade noch so hineingeht. Also hier ist nicht viel Luft von rechts nach links. Und offen lassen möchte ich das auch nicht. Hier drinnen befindet sich auch Silikagel,
was dieses ganze Pamphlet trocken hält. Das ist also gleichzeitig eine Trocknungsbox. Und möchte ich das vermissen? Nein, möchte ich nicht. Definitiv nicht. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Aktion. Jetzt gibt es exakt eine gute Möglichkeit, das zu bauen. Und das zeige ich euch jetzt. Das hier. Gut, ist jetzt noch nicht richtig zusammengesteckt. Das ist die sogenannte Hydra Arm S. Genau, das kennt vielleicht der ein oder andere schon. Das ist sozusagen das ganze Konstruktum, mit dem man das jetzt hier bewerkstelligen soll. Jetzt gibt es von diesem Hydra Arm S-Ding genau zwei verschiedene. Ihr seht es hier so ein bisschen. Hier sind so eine sogenannten Führungsslots. Diese Führungsslots haben Vor- und Nachteile. Bei kleineren Rollen ist es schön, dass man die hat, dann kann man hier gleich noch eine Führung haben, dann springt die Rolle nicht von rechts nach links. Ich empfehle euch aber, für jeden, der das mal druckt, das hier nicht zu tun. Die lassen sich auch nur schwerfällig wieder da rausholen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, noch nicht vollständig zusammengesteckt. Die lassen sich halt nur schwerfällig herausholen und ihr werdet in Probleme kommen, wenn ihr Pappspulen habt und diese mit Adaptern noch rechts und links verbreitert. Das wird hier zwischen einfach nur klemmen und das wollt ihr natürlich auch nicht. Von daher empfiehlt es sich, gleich das andere Teil davon zu drucken, und zwar den Remix. Und das ist der Remix dazu. Ihr seht, hier sind keinerlei irgendwelcher Sachen drin, die wir brauchen. Und ich denke, ich baue mit euch jetzt einfach mal schnell den Hydra-Mod hier ein. Das ist eines der gängigsten Mods dafür. Das ist jetzt hier die Version 1.09, steht sogar hier hinten drauf. Den bauen wir hier ein und dann haben wir nämlich einen entscheidenden Vorteil. Ich habe euch erzählt, dass diese kleinen Fiedereinheiten, die hier dran sind, vorne bei der Spule blockieren. Der Hydra-Mod macht jetzt Folgendes. Er kippt diese Fiedereinheiten, die, ich sag mal jetzt als Beispiel, so gerade stehen, ein Stückchen um 5 Grad nach vorne. Diese 5 Grad reichen aus, dass die Rolle nicht mehr so stark belastet wird. Des Weiteren bietet er mir die Option, dass nicht nur die Frontrolle, wie sie hier drin ist, da verbleiben muss und die Rückrolle, sondern hier ist es möglich, die Rückrollen auch in 4 weiteren Positionen hineinzustecken. Für kleinere Rollen als Beispiel. Nachteil, ohne diese Führungsslots da unten drunter, ist es mit kleineren Rollen ein bisschen schlecht, außer ihr macht euch dann einen Adapter, dass ihr wenigstens diese Breite habt. Denn ihr wollt auch nicht, dass das hier rumspringt wie irre. Dafür ist jetzt ein bisschen Umbauarbeit nötig. Wir müssen hier ein bisschen was machen. Wir müssen hier unter anderem die gesamte AMS zerlegen, alles auseinandernehmen, alles umbauen auf dieses und dann gucken wir mal weiter. Und das mache ich jetzt mal im schnelleren Durchlauf. Thank you.
schauen wir mal, ob er noch geht. Einmal einschalten. Die Autoload-Funktion für die Kalibrierung des richtigen Filamentes, das gibt es ja hier auch als Einstellung, ist noch aktiv. Das sollte also funktionieren. Okay, erste Rolle hat er. Zweite, dritte und die vierte. Ah, okay. Die AMS scheint noch zu funktionieren. Gucken wir mal. Ja, Filament wird nach hinten durchgefördert. Das ist sozusagen die Autokalibrierung. Die kann ich nämlich jetzt dann auch mal abschalten. Aber für einen ersten Test hat er gemacht. Nochmal die zweite Rolle. Dafür liebe ich solche Tests. Falls ihr euch fragt, was er hier macht, hier geht es tatsächlich darum, um den RFID-Code der Spulen auszulesen, was die ja nicht haben, weil ich ja hier Fremdhersteller-Filament habe, also nicht von BambuLab. Und da lädt er jetzt mal so diverse durch, jede Rolle. Die schiebt er bis kurz hinter den Buffer. Aber das ist natürlich gleich ein guter Funktionscheck, ob hier alles ordnungsgemäß läuft. Das macht er nämlich mit jedem Slot. Macht das? Ja, okay. Wollte gerade sagen, macht das auch mit Slot 3? Ja, macht er. Er ist dabei. Ja. Immer schön gucken, dass alles läuft. Auch das läuft einwandfrei zurück. Perfekt. Gut, was bleibt dazu zu sagen? AMS-Mod erledigt. Kann man so lassen, ne? Jetzt schiebt er den. Achso, er ist immer noch bei dem dabei. Ja, der braucht bei der Initialisierung immer ein bisschen länger. Gucken wir nochmal, das ist der Slot 4. Ja, Slot 4 ist auch gut. Perfekt. Jetzt holt das wieder zurück. Das ist ein Spiel. Okay. Ich würde sagen, kein Gemecker. Gucken wir mal. Nö. Alle vier Farben sind da. Er hat sie alle geladen. Habe ich sie noch richtig reingelegt? Grau, schwarz, schwarz, grün. Passt also auch. In diesem Sinne würde ich sagen, Hydramod erfolgreich. Jetzt kann ich mir als nächstes die Spulenadapter drucken. Oder aber... Und das ist noch viel schöner. Ich kann jetzt auch einfach die Spulen, die Pappspulen mit dem BambuLab benutzen. Bisschen mit Vorsicht, aber ich denke, ich brauche noch einen Umspuler. Den sollten wir wahrscheinlich beim nächsten Mal bauen.